Herzlich willkommen, ja, zu einem extra Video nochmal. Ich denke mal, ich habe das immer mal wieder einfließen lassen in meine Videos zum Thema Lach-Yoga. Ich persönlich, und das ist ganz wichtig, das ist meine Sicht der Dinge. Du darfst gerne eine andere haben. Meine Sicht der Dinge ist, bitte manche Gefühle nicht einfach überlachen. Und ja, das sage ich aus meiner therapeutischen Brille heraus. Denn ja, wenn es Anlass gibt zum Traurigsein, wenn eben zum Beispiel jemand gestorben ist, dann solltest du das nicht einfach überlachen. Das ist aus meiner Sicht kontraproduktiv. Erst einmal die Gefühle, die sich zeigen, annehmen. Also auch, wenn du zum Beispiel wütend, ärgerlich bist, ja, dann wird es per se schon mal schwer fallen, umzuswitchen und jetzt einfach zu lachen. Ja, es könnte ein Weg auf dem Weg zur Meisterschaft deiner Gefühle sein. Ja, aus meiner Sicht ist allerdings es ganz hilfreich, erst einmal da zu starten, wo du gerade bist. Und einfach wirklich in dich hineinzuhorchen, ist es jetzt okay, da zu switchen? Ja, oder ist da noch ein Teil, der gerne angesehen werden möchte? Und das ist etwas, was ich eben aus Therapeutenbrille wiederum sage. Ja, denn wenn da irgendein Teil in dir noch nicht zufriedengestellt ist, dass er sich gesehen fühlt, dass er merkt, okay, ja, mein Bedürfnis ist auch erfüllt oder wird erfüllt, indem dann jetzt zum Beispiel das ins Lach-Yoga in die Übung eingebaut wird. Denn Lach-Yoga ist für mich nicht einfach nur lachen, loslegen und lachen. Und ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Nein, es ist hineinspüren, wo bin ich und wie viel Freude könnte ich denn jetzt empfinden? Ja, klar, das ist jetzt konträr zu anderen Meinungen, aber dazu stehe ich. Einfach, weil ich immer wieder Menschen erlebt habe, die ja schon jahrelang teilweise ihre Gefühle unterdrückt haben und dadurch nicht wirklich sich Gutes getan haben, die dann entsprechend zusätzliche Erkrankungen bekommen haben. Und das möchte ich nicht. Deshalb empfehle ich eben, nicht zu überlachen. Da kommt mein Zeigefinger. Ja, wir dürfen natürlich jede Möglichkeit nutzen und schauen, was ist gerade möglich. Und wenn einfach nur ein bewusstes, tiefes Ein- und Ausatmen erst einmal möglich ist, dann mache ich das. Denn das ist ja das, was mich am Leben erhält, das Atmen. Und das ist noch viel, viel wichtiger als irgendein Lächeln auf dem Gesicht, ein lautes Lachen, sondern ich sorge gut durch für mich, indem ich entsprechend ja, atme und mein Bewusstsein auf die Atmung lenke. Und dadurch, dass ich dann schau, okay, ja, ich realisiere, ich lebe noch. Und ja, eben
gerade aktuell mit irgendwelchen Themen, die mich belasten? Und das darf sein. Und bitte, bitte, nimm dir diese Zeit, da hineinzugehen. Ja, klar, in manche unangenehmen Gefühle möchte man nicht länger hineingehen. Und auch das ist in Ordnung. Da kannst du sagen, gut, ich nehme mir jetzt mal eine Auszeit. Ich tue mir was Gutes, indem ich schaue, ja, was bringt mir Freude? Und dazu können natürlich Lach-Yoga-Übungen sehr hilfreich sein. Und dann genügend Energie zu haben, um die Themen anzupacken, die da noch offen sind. Ja, schreib gerne einen Kommentar, wenn du in irgendeiner Form das anders siehst. Es ist, wie gesagt, meine Sicht aus der Therapeutensicht. Und ja, die muss nicht immer richtig sein. Nein. Das kannst ja nur du entscheiden. Du allein kannst entscheiden, okay. Ich fühle aber gerade noch so ein bisschen diese Wut. Ne? Dann nehme ich diese Wut auf. Und lass uns da gerne gemeinsam dran arbeiten, dass ich dir Übungen zeige für diesen Bereich. Denn das wird im Normalfall nicht in einer Lach-Yoga-Stunde gemacht, weil da sind ja sehr, sehr viele Menschen da, die vielleicht ja, all diese Themen gar nicht haben, die du hast. Und deshalb ist es manchmal eben doch hilfreich, ein bisschen Einzelarbeit zu machen. Ich freue mich, wenn ich was von dir höre. Bis dann.